Hallo zusammen, willkommen auf Football Therapist, wo nachdem wir in einem Video vier ecuadorianische Spieler, in einem anderen die Schweizer Nazi und in einem weiteren die neue Mannschaft Uruguays analysiert haben, setzen wir heute meine Serie über die WM 2022 mit einer Analyse von Dänemark fort. Natürlich auch mit Videosequenzen von Spielen. Da es sich um eine Mannschaft handelt, die seit ihrer erfolgreichen Teilnahme an der EM im letzten Jahr sehr bekannt ist, habe ich beschlossen, mich in diesem Video auf einige mikrotaktischen Aspekte zu konzentrieren, da ich mir vorstellen kann, dass viele von euch bereits wissen, wie Dänemark mehr oder weniger auf dem Spielfeld aussieht. Es ist eine attraktive und vielseitige Mannschaft, die sowohl gut pressen und gegenpressen kann, um dann schnell anzugreifen, als auch das Spiel aus der Abwehr aufbauen kann, wenn nötig mit langen Bällen, obwohl es vor allem die Fähigkeit, in kleinen Räumen zu spielen ist. Insbesondere mit der technischen Qualität von Damsgaard, Eriksen und Meile, die diese Mannschaft im letzten Sommer ausgezeichnet hat. Sorry. Damit möchte ich also mit dieser ersten Sequenz beginnen, die ziemlich typisch von Dänemark ist. Wir sehen vier Spieler, die es wagen werden, sich in einen kleinen Raum anzunähern, um gemeinsam zu spielen. Paulsen, aber auch Højbjerg nach seinem Pass, bewegen sich in die Mitte des Vierecks, da das, wie ihr sehen werdet, immer kleiner wird, während die Positionierung von Braithwaite nicht unbedeutend ist. Da der Wasserspieler nicht als Dribbler bekannt ist, ein Profil, das Dänemark vielleicht vorne fehlt, findet er sich fast nie wirklich auf der Seite wieder, um eine 1 gegen 1 Situation zu suchen. Er gleicht dies aus, indem er mehr mit seinen Mitspielern zusammenspielt, wie hier, wo die Aktion euch an Marcelo Bielsas berühmtes Out-in-Out-Pass-Muster erinnern wird. Für diejenigen, die es nicht kennen. Zuerst geht es nach außen, out, dann nach innen, in und dann wieder nach außen, out. Out-in-out. Wenn dieser Zickzack schneller ausgeführt würde, wäre es für die gegnerischen Spieler, die sich in seiner Mitte befinden, unangenehm, da sie sich ständig neu orientieren müssen, was hier nur leicht der Fall ist. Schaut mal zu. Hier kommt die Szene. Ja. Wenn das Viereck wie hier erst einmal verrenkt ist, ist es meist notwendig, es durch einen Lauf in die Tiefe aufzubrechen, da wenn alle den Ball gegenüber dem Ballträger fordern, dass Viereck tendenziell noch kleiner wird, was es dem Gegner leichter macht, den Ball zu erobern. Hier ist es Paulsen, der diesen tiefen Lauf macht, wodurch er einen gegnerischen Spieler anzieht und so Raum für Højbjerg vor ihm schafft. Ich lasse euch das nochmal genießen, noch genießen, genau. Tiefen Lauf. Wie bereits erwähnt, neigt Dänemark aufgrund des Profils seiner Spieler dazu, in der Ballphase vorne auf den Flügeln Raum zu lassen, außer wenn Skov Olsen auf dem Feld ist, wo man ihn sehr oft auf der rechten Seite findet. Auch wenn der junge Stürmer in der Nationalmannschaft immer wichtiger wird, muss Dänemark diese Räume nutzen können, wenn sie frei bleiben, was normalerweise auf seiner Seite der Fall ist, wenn er abwesend ist. Ich habe zwei Sequenzen ausgewählt, um dies zu veranschaulichen. Zunächst wird Højbjerg in diesem Raum laufen, wo er einen Pass von Braithwaite erhalten wird. Wenn es nicht ein Mittelfeldspieler ist, der einen Lauf in diesen Raum durchführt, kann der Stürmer der betreffenden Seite dies tun. Sei es mit der Absicht, den Ball dort anzunehmen oder im Albraum oder im Zentrum Raum für einen Mitspieler zu schaffen, was hier mit Paulsen und Eriksen geschehen wird. Paulsen geht auf die Seite und Eriksen bleibt in den Albraum. Auch wenn ich bezweifle, dass Paulsens Absicht in der vorherigen Sequenz wirklich darin bestand, Raum für Eriksen zu schaffen, scheinen die Dänen sehr gut zu wissen. Scheinen sie trotzdem gut zu wissen, wann es notwendig ist, einen direkten Gegenspieler nicht für sich selbst, sondern für einen oder mehrere Mitspieler zu verlieren. Hier ein Beispiel mit Daniel Vaz, der seinen Lauf bereits gestartet hat, weshalb ich davon ausgehe, dass seine Absicht in erster Linie darin bestand,
Raum für seine Mannschaft zu schaffen. Wird dann durch die Lücke zwischen Braithwaite und Eriksen laufen, etwas, das Meile auf seiner Seite auch sehr gut macht. So wird was die beiden hervorgehobenen Finnen dazu zwingen, in dieser Situation nicht zu nah an ihren jeweiligen Gegenspieler heranzukommen. Eriksen wird also genug Zeit haben, sich zu drehen und zu Braithwaite zu passen, der wiederum genug Platz hat, um den Ball nach innen zu bekommen. Genau. Noch jetzt kann man die Wirkung des Laufs von Daniel Vaz erkennen, da er den Spieler, der sich auf Eriksen zu bewegte, mit sich zog und Eriksen somit frei wird, um den Ball erneut zu erhalten. Und auch wenn er sich in dieser Situation anschließend für einen Schuss entschied, ist Dänemark eine Mannschaft, die viel vor dem Strafraum und von den Flügeln aus flankt, ohne dabei unbedingt bis zur Torlinie zu gehen, um dies zu tun. Ein Grund dafür ist, dass sie in Ermangelung von Flügelspielern viele Stürmer im Zentrum haben, die sehr schnell in den Strafraum kommen können, wobei die zwei oder drei Stürmer manchmal von Mittelfeldspielern unterstützt werden, wie hier von Delaney, der übrigens sehr gut köpfen kann, aber auch von der gegenüberliegenden Seite, von der vom Außenverteidiger der gegenüberliegenden Seite, wie ihr gleich sehen werdet. Der Vorteil von Flanken aus solchen Positionen liegt vor allem im Gegenpressing, das hier direkt von Eriksen ausgeführt werden könnte, der ihm gut daran tut, seine Position nicht zu verlassen, um zu verhindern, dass ein möglicher Ballverlust durch das Aufrücken von was gefährlich würde. Auch wenn die dänischen Stürmer ein gutes Argument für die Wahl der Flanke sind, hier haben wir Jonas Wind und Yusuf Paulsen, aber Braithwaite, Skov Olsen, Dolberg und Cornelius wären es auch. Eriksens Schussqualität macht ihn genauso gefährlich. Gleich werdet ihr es sehen können. Genau, jetzt kommt's. Jawohl. Obwohl Dänemark also mit der Ball sehr gefährlich ist, hat seine Schwäche, die es schon bei der EM in den Phasen ohne Ball hatte, noch nicht überwunden. Der Schutz des Zentrums. England hatte nämlich bereits die freien Räume zwischen den dänischen Verteidigern und den Mittelfeldspielern gut nutzen können. Vor allem Letztere müssen noch lernen, Pässe in ihren Rücken und insbesondere ins Zentrum zu verhindern. Denn auch wenn Jonas Wind hier von hinten zu spät auf Frenkie de Jong kommt, ist Højbjerg alles andere als fehlerfrei. Mit Meles Pressing gegen De Ligt muss Delaney auf Dumfries aufpassen, so dass Højbjerg näher an Bergwijn heranrücken muss, um das Zentrum zu schützen. Vor allem, wenn gegenüber Frenkie de Jong steht, der sehr gut darin ist, mit dem Ball durch solche Räume zu laufen. Jetzt kommt's. Ja, Højbjerg. Nein, 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 nein. Schon ein Fehler, gell? Auch wenn hier die Entscheidung und das Pressing von Højbjerg fragwürdig sind, ist es vor allem die Positionierung von Yusuf Paulsen, die mich stört, da er nichts absichert, sogar nicht einen möglichen Pass zu De Ligt, während Delaney in der Mitte ganz allein ist. Bergwijn wird also den Ball bekommen können, was danach sogar zu einem Tor geführt hat. Also, dass Dänemark hätte verhindern können, wenn Paulsen sich so positioniert hätte, wie ich es hier andeute. Jawohl, Bergwijn bekommt jetzt den Ball. Hopp. Die letzte Sequenz betrifft wieder die Mittelfeldspieler, da Højbjerg und Delaney hier wirklich nicht gut aussehen. Die Seiten werden von den dänischen Außenverteidigern und Flügelspielern gut geschützt, während sich in den Albräumen keine Niederländer befinden, sodass die beiden Mittelfeldspieler nur einen einzigen Job haben, jeden Pass in die Mitte zu verhindern, wo sich drei Niederländer im selben Raum befinden. Da sie vom Ball gefesselt zu sein scheinen, wird ein Pass durch ihre Lücke gehen,
Anstatt das Spielsystem zu ändern, würde ich also eher versuchen, dieses Problem zu korrigieren, wenn ich der hervorragende Kasper Juhlmann wäre. Denn das allgemein bevorzugte 3-4-1-2 oder 3-4-3 scheint mir ansonsten ideal zu sein, um das Maximum aus dem Kollektiv herauszuholen, wenn die besten Spieler, wenn alle besten, ja, wenn die besten Spieler verfügbar sind. Und jetzt noch die Zähne. Wir schließen also diese Videosequenzen, aber nicht das Video, mit dieser guten Parade von Schmeichel ab, einer der Säulen dieser Mannschaft, die ich bislang noch nicht erwähnt hatte, wie Kjær und Christensen, dessen Nützlichkeit seiner Aufrücken mit dem Ball für das progressive Spiel ebenfalls erwähnt werden sollte. Aber während einige Spieler bei der EM eine Schlüsselrolle spielten, könnten neue Spieler bei der WM eine Schlüsselrolle einnehmen. In der Tat könnten einige junge Spieler bis November an Wichtigkeit Entschuldigung, gewinnen. Ich habe bereits Jonas Wind und Scott Olsen erwähnt, aber auch junge Leute mit nur weniger oder gar keinen Länderspielen sind Kandidaten. Die Vielseitigkeit von Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt ermöglicht es ihm, vorne sowohl als offensiver Mittelfeldspieler als auch auf den Flügeln zu spielen, wo der Ajax-Spieler Mohamed Darami sehr vielversprechend ist. Was die Position des rechten Außenverteidigers angeht, gibt es mit Alexander Bär von Benfica und Rasmus Christensen, der gerade nach Leeds aus Red Bull Salzburg gewechselt ist, ebenfalls zwei junge Kandidaten. Im österreichischen Verein sollte aber in Kjærgaard ein weiterer junger Denicher Spieler bleiben, der aber wiederum noch nicht für die Nationalmannschaft gespielt hat. Trotzdem könnte er vielleicht das Mittelfeld ergänzen, wenn er sich bei Salzburg weiterentwickelt. Ein Verein, dessen Akademie gerade Thema eines Videos auf meinem Kanal war, falls du die Geheimnisse der Arbeit, die dort geleistet wird, entdecken möchtest. Ansonsten ist Dänemark ein Land, dem ich noch mindestens zwei Videos widmen werde, und zwar über die Clubs, die Vereine, also Midtjylland mit seinem Big Data und Nordjylland, das für seine Verbindung mit der ghanaischen Akademie Right to Dream bekannt ist. Abonniere also, um das nicht zu verpassen. Und wenn das Video dir gefallen hat, vergiss bitte nicht auf Like zu klicken, es in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußballfan zu teilen. Es würde mir sehr helfen, viel mehr als was du glauben könntest. Ciao!